Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Editha aus Hannover hat mich darum gebeten, ihr mal Casta Diva von Bellini vorzustellen, was ich sehr gerne mache, weil romantische Musik ist eine so spannende Musik, mag ich wirklich persönlich auch selber gerne. Und Bellini ist ein toller Komponist, sehr, sehr interessant und man kann darüber viel erklären. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Ich spiele Ihnen gleich den Beginn von Casta Diva vor. Und das Interessante ist, was ist das Typische an Bellini und an der Romantik? Das werden Sie auch gelesen oder gehört haben, wenn Sie sich meine Romantik, meinen Gang durch die Musikgeschichte sozusagen, wenn Sie da durchgegangen sind, habe ich Ihnen bei Romantik erklärt, ja, Bellini ist wichtig. Bellini ist ein Teil der romantischen Verweigerungsästhetik. Was bedeutet die romantische Verweigerungsästhetik? Nun, totale Reduktion. Die Musik darf nicht kompliziert wirken. Sie ist total einfach. Und man merkt das bei Bellini, die Vereinfachung des Orchesters. Bellini reduziert das Orchester, er macht es sehr viel einfacher, dennoch auch sehr fein. Im Detail ist das Orchester sehr fein geführt, aber dennoch sehr, sehr schlicht, sehr einfach. Verglichen mit einem Mozart-Orchester ist das wirklich eine totale Vereinfachung. Man sagt dazu auch die typische Bellini-Orchestergitarre oder Orchesterharfe, weil das Orchester macht eigentlich nur pa 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 pa. Hören Sie gleich? Und das macht Bellini aber absichtlich, weil er seine gesamte Kunst, alles was seine Kunst ausmacht, in die Melodie packt. Und was Bellini macht und schafft, sind diese unendlich langen Melodien. Die überlangen Melodien, die dann typisch romantisch werden. Bellini ist damit der Erfinder der romantischen Melodie. Chopin hat sich ihm dann sofort geklaut und hat die Bellini-Melodien versucht aufs Klavier zu übertragen. Und schon haben sie ein Nocturne. Ja, und wir gucken uns jetzt mal so eine sehr, sehr, sehr lange Bellini-Melodie, die niemals endet, die wirklich fast niemals endet. Wieso? Wie schafft Bellini so etwas? Nun, er komponiert sehr bewusst. Zum Beispiel diese Melodie, das macht er gern und oft, beginnt in Dur, dann verläuft sie sich in Moll. Da hebe ich mal so die Hand, wenn sie sich in Moll verläuft. Und dann findet sie sich wieder ins Dur zurück. Und im Dur ist sie ganz fröhlich oder ganz, nicht fröhlich ist falsch gesagt, aber sie ist entspannt. Endlich kommt sie an. Und es gibt so eine Art, ja, sie lässt sich fallen in das Ende. Also, man beginnt, man verläuft sich in Moll und man findet wieder zurück. Und das braucht seine Zeit. Und so findet Bellini diese sehr, sehr große, sehr lange Melodie. Wir hören uns an. Als erstes hören Sie aber diese typische Bellini-Gitarre, Bellini-Harfe, das Orchester als Riesenharfe. Jetzt kommt Moll. Und jetzt finden Sie zurück zum Dur. Und freut sich. Thank you.
landet die Melodie. Jetzt. Meine Damen und Herren, diese kleine Melodie dauerte nun knapp 2 Minuten. 2 Minuten, eine einzige Melodie. Wir haben hier wirklich die unendliche Melodie. Ja, und das ist etwas ganz Faszinierendes. Und Sie sehen, die Melodie ist sehr leise, sehr feine Verzierungen. Die ganzen Koloraturen sind immer zwischen 2 einzelnen Tönen. Ganz feines, anschleifende Töne. Das ist das, was dann später sozusagen, oder was man dann wirklich den Bel Canto nennen wird. So, und wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt quasi zum Refrain. Da singt ein Chor. Offensichtlich ist hier also auch ein Chor dabei. Dazu komme ich später noch. Aber sie konzentrieren sich auf die Koloraturen der Sängerin. Darum geht es mir, die Koloraturen der Sängerin. Nur bis dahin, wir hören das gleich noch einmal. Das ist spannend, meine Damen und Herren, weil wir müssen uns jetzt überlegen, was ist das, was wir hier gehört haben? Das, was wir hier gehört haben, ist die romantische Idealvorstellung einer romantischen Frau. Und was ist eine romantische Frau? Nun, eine romantische Frau ist ein kleines Mädchen. Wenn ich Ihnen die Stelle noch vor dem Chor vorgespielt hätte, wo Sie gar nicht wissen, dass da im Hintergrund ein Chor ist, würde ich sagen, stellen Sie sich vor, dieses Mädchen ist ganz allein in ihrem Zimmer und sie macht etwas, was typisch für die Romantik ist. Sie spricht in ihrem kleinen Zimmer nur mit sich selbst. Sie hat einen Monolog. So, es ist also ein Monolog, deswegen in so einer halben Stimme. Sie spricht mit sich selbst. So, also es ist ein kleines, ein junges Mädchen, ein pubertierendes Mädchen, ein Mädchen, die sozusagen auch nicht aufgeklärt ist. Sie ist nicht sexuell aufgeklärt. Sie weiß, dass es da etwas gibt, etwas Sexuelles, etwas Erotisches, was auf sie wartet, aber sie ahnt mehr, als dass sie weiß. Sie wird nicht aufgeklärt in die Ehe entlassen. Und das wissen die Mädchen, oder nein, und diese Mädchen, das wissen sie gerade nicht, sie wissen ja nicht, was sie erwartet, aber sie wissen, dass ein Geheimnis auf sie wartet. Und deswegen ist die romantisch, das junge Mädchen, sie ist immer blass, man liebt da eine vornehme Blässe, das ist wichtig, und sie wirkt immer so ein bisschen neben sich stehend, sie wirkt schüchtern, Schüchternheit adelt das junge Mädchen und immer dieses Ahnen. Sie weiß nichts, aber sie ahnt etwas. Sie kommt auch mit ihren Gefühlen nicht klar und sie fällt immer wieder in Ohnmacht. Das ist das Typische, sie fällt immer wieder in Ohnmacht und zwar teilweise auch nicht absichtlich, sie fällt deswegen ab, weil sie ein enges Korsett hat und deswegen nicht groß atmen kann und deswegen in Ohnmacht fällt. Hören Sie nochmal die Koloraturen, das sind Ohnmachtsanfälle. Das junge Mädchen fällt in Ohnmacht. Stöhnen und Ohnmacht fallen. Ganz am Ende dieser Arie, wenn Sie das alleine anhören, wenn Sie einen großen letzten Ohnmachtsanfall hören. Ach, vielleicht spiele ich ihn den mal an, dass Sie so ein bisschen hören, wie das so ist. Ja. Da war er. No. Und worauf
singt, fällt sie enorm Ohnmacht. Also wenn man jetzt den Text sich anguckt, was singt sie genau an den Stellen, wo diese Ohnmachtskarikaturen, sage ich schon, na, zu Karikatur komme ich noch, aber diese Ohnmachtskoloraturen sind. Sie singt da auf die Worte ohne Schleier, auf Italienisch, ohne Schleier, ohne Schleier. Und zwar singt sie, zeig dich ohne Schleier. Auf Deutsch übersetzt, zeig dich nackt. Und auf dieses ohne Schleier, nackt, fällt sie immer wieder in Ohnmacht. So hat man so ein junges Mädchen geliebt. So hat man sich das so vorgestellt. Nun wissen Sie, diese jungen Mädchen, die haben in der Romantik teilweise keine Korsetts mehr getragen. Weil Korsetts waren in und dann wieder out und dann in und out. Aber selbst wenn sie keine Korsetts hatten, fielen sie immer wieder in Ohnmacht. Häufig aus strategischen Gründen. Sie fielen in Ohnmacht und wurden von jungen Männern gerettet. Und kurze Zeit später gab es eine Heirat, eine Hochzeit. Also das in Ohnmacht fallen war ein Teil der erotischen Kommunikation der Romantik. Das muss man einfach wissen. Und dieses in Ohnmacht fallen, das haben sich hier auch immer zu Saint Chavel, also ohne Schleier, immer nackt, 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 da fällt sie immer in Ohnmacht. Ja, dieses kleine Mädchen, ja, dieses kleine Mädchen. Und nun wären wir eigentlich fertig. Aber all das, was ich Ihnen erzählt habe, stimmt nicht so ganz. Es ist sogar alles ganz, ganz, ganz anders. Und zwar ist unsere Norma, die da singt, alles andere als kleines Mädchen. Und sie ist auch nicht in ihrem Zimmer. Sie ist überhaupt nicht in ihrem Zimmer, sondern sie ist draußen vor vielen Leuten. Sie haben ja diese Chöre gehört. Und sie ist A, kein kleines Mädchen, sondern sie ist das Gegenteil davon. Sie ist eine Frau, eine erwachsene Frau und sie ist überhaupt nicht schüchtern. Sie ist eine sehr machtvolle Frau. Sie ist nämlich die Oberpriesterin der Druiden. So. Sie ist Oberpriesterin der Druiden, sozusagen die Oberdruidin, so muss man sagen, die Oberdruidin. Und als Oberpriesterin ist sie sogar die Herrin über Krieg und Frieden. Denn sie muss nämlich den Mond deuten und sagen, ja, die Götter sagen uns jetzt, es darf Krieg geben oder nein, wir sollen jetzt noch keinen Krieg machen. Das heißt, es ist eine Frau mit unglaublich viel Macht. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Annegret Kramp-Karrenbauer. So muss man sagen, es ist eine Soldatenministerin, es ist eine Verteidigungsministerin. Sie ist extrem macht. Voll. Und wenn Sie sich machtvolle Frauen angucken, wie sie zum Beispiel davor waren, die Königin der Nacht von Mozart, wie die Königin der Nacht, die singt ja auch ihre Koloraturen. Und bei der Königin der Nacht sind das Koloraturen der Stärke. Da, 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 da. Sie wirft mit den Koloraturen wie mit Brillanten um sich und zeigt sich sehr stark. Die Norma wird eine Nachfolgerin haben, das ist die Turandot. Norma und Turandot-Opern, sie haben an vielen Punkten Parallelen, das würde jetzt zu weit führen. Und auch die Turandot ist eine starke Frau, sie zeigt sich als starke Frau. Aber in der Romantik sollte sich eine Frau nicht als starke Frau zeigen. Selbst wenn sie stark war, wenn sie eine Politikerin war, sie sollte sich wie ein kleines Mädchen zeigen. So, und wir müssen wissen, also die Norma, die hat es wirklich ziemlich hinter den Ohren, also weil die war auch keine Jungfrau. Im Gegenteil, sie hat nämlich schon zwei Kinder. Sie hatte Sex, sie hat zwei Kinder, die sie versteckt, denn sie muss jungfräulich sein. Aber sie ist natürlich nicht jungfräulich, sie versteckt zwei Kinder. Und sie hat die Kinder von dem größten Feind noch, von dem Feind ihres Volkes. Mit dem hat sie geschlafen, in den ist sie verliebt und von dem hat sie die Kinder. Also es ist eine machtvolle Frau, die sich hier zeigt wie ein schüchternes kleines Mädchen. Und das müssen wir wissen, weil das hat etwas zu tun mit etwas, was in der Romantik ganz wichtig ist, der unzuverlässige Erzähler. Die Romantik kennt den unzuverlässigen Erzähler. Sie dürfen nichts davon glauben, was ein Ich sagt. Alles ist anders, alles muss gedeutet werden, alles ist anders.
Wie das hier gedeutet werden muss, das ist eine Frage, die man mit einem Regisseur besprechen soll, ob sie jetzt in ihr eigenes innerliches Kindlichsein zurückfällt, in ihre eigene Regression oder sowas an so eine Stelle, wie auch immer. Aber wichtiger ist, sie zeigt sich hier als kleines Mädchen und es ist eine Machtdemonstration. Wir sind nämlich in der Romantik. Und wissen Sie, was in der Romantik das Wichtigste ist? Das Wichtigste in der Romantik, sie müssen authentisch wirken. Und authentisch ist nicht machtvoll. Und vor allem machtvoll ist nämlich verlogen. Sie müssen also authentisch wirken, dann sind sie nicht verlogen. Und sie dürfen nicht so wirken, als hätten sie, wie soll ich sagen, als hätten sie viele Kenntnisse, als wären sie professionell. Professionalität ist Lüge. Professionell fertige, feste Formen sind Lügen. Man muss so authentisch wie möglich auftreten und dann erst ist man glaubwürdig. Und authentisch auftreten bedeutete im 19. Jahrhundert für eine Frau von Macht wie ein kleines Mädchen aufzutreten, sich dumm zu stellen, sich dumm zu zeigen. Und wissen Sie, wenn man sich so jetzt die Politik anguckt und sich anguckt, warum sozusagen ja, eine Hillary Clinton nicht gewonnen hat, dann hat man immer gesagt, sie hat sich immer als zu machtvoll dargestellt, nicht warm genug. Ja, und dann kam unser Trump und der Trump hat sich so authentisch dargestellt und seine Dummheit, die war so ein authentisch. Also ein Mann darf sich als dummer Mann zeigen, dann wirkt er authentisch und wird gewählt. Eine Frau muss sich als ein kleines, naives, schüchternes Mädchen zeigen in der Romantik, dann darf sie auch Macht haben. Sie sehen diese Romantik, also Romantik ist überall schön, nur nicht in der Politik. Aber in der Politik ist auch Romantik vorhanden. Und Sie sehen, was hinter so einer Arie dahinter steckt. Und Sie sehen auch, dass die Romantik etwas hoch Komplexes ist und man nie dem trauen darf, was man so beim ersten Hören zu verstehen meint. Das ist hier die, das, was Sie gehört haben, ist die machtvollste Frau eines Volkes, die gerade vor ihrem Volk eine Staatsaktion macht. Sie entscheidet über Krieg und Frieden. Und das tut sie wie ein schüchternes kleines Mädchen, das bei dem Wort nackt in Ohnmacht fällt. Tja, meine Damen und Herren, Kunst ist komplex, nicht wie das Leben. Ich danke Ihnen.